Die Produkte unserer Landwirte bringen uns zum Staunen und bereiten Freude am Genuss. Es gilt, sie nur zu entdecken. Wer aus der Stadt Salzburg kommt, braucht nicht weit zu fahren, um fündig zu werden. Die Gemeinde Wals-Sitzenheim hat mit ihren vielen bäuerlichen Betrieben ein paar Gusto-Stückerl parat. Jungbauern mit Liebe zu Vielfalt und Tatendrang, das sind Monika und Georg Reiter aus der Bauernschmidtgasse in Wals. Wir haben die Familie Reiter, der Georg und die Monika aus Wals bei Salzburg. Wir haben einen kleinen Gemüseanbaubetrieb, einen Familienbetrieb, dann zusätzlich noch Brot backen. Ja, anbaut wird, wie gesagt, Gemüse von Aviate, Schokon bis Zucchini, also quer durch die Bank. Bei uns ist ein wenig unser Leitding die Vielfalt, wie man uns bei unserem Logo sieht. Also das heißt, Gemüse mehr vom Tandlhof, dort wo die Vielfalt lebt. Wir haben Direktvermarkter, das heißt, wir haben keinen Großhändler, wo wir liefern, sondern wir bringen unser Gemüse zu den Kundschaften in der Umgebung. Das heißt, wir haben auch noch Poffverkauf, fahren aber nach Oberheim in den Markt, in den Winkelhofer Bauernmarkt oder auch nach Hallein in Anif, in Hallein in Grünmarkt und in Anif stehen wir allein am Markt und dann zusätzlich nur Großküchen, Gastronomie und gewisse Caterings auch liefern. Nur ein paar Straßenecken weiter lebt Familie Feldinger. Georg und Rosina Feldinger sind echte Biobauern. Grüne Hühnereier und Bioblumen sind nur ein kleiner Teil ihres Angebots. Wir sind die Familie Feldinger. Wir bewirtschaften gemeinsam mit meinen Eltern das Krallengut in Wals. Und seit 2009 sind wir auf Bio zertifiziert. Spezialisiert sind wir auf Gemüsebau, auf Kartoffelbau und ein paar Legehühner haben wir. Neben dem Biogemüse haben wir jetzt auch seit 2 Jahren einen mobilen Hühnerstall, mit dem wir von Feld zu Feld fahren können, damit die Hühner immer einen frischen Auslauf haben, immer viel Grün zu fressen haben. Wir haben unseren Augenmerk jetzt auf die Direktvermarktung gelegt, weil uns das einfach ganz viel gibt, wenn wir den Kundenkontakt direkt haben. Wir das Feedback von den Kunden kriegen, was gut läuft und was ihnen geschmeckt hat zum Beispiel. Und es ist uns halt auch wichtig, dass wir unseren Kunden auch sagen und zeigen und erklären können, wie was angebaut wird. Und das Interesse von den Kunden wächst Gott sei Dank immer mehr. Und sie fragen auch noch, wo die Sachen herkommen. Und das kommt auch uns zugute, dass sie auch zu mir im Hofladen kommen zum Einkaufen. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Nach diesem Motto verkaufen mehr als 400 Salzburger Landwirte regelmäßig ihre Erzeugnisse direkt an den Kunden. Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst, Brot, Käse, Milchprodukte von höchster Qualität.